Moin, herzlich willkommen zur 8. Folge Uncharted 4. Drake hat seine Rumhängarbeit so langsam satt und ist der Meinung, dass er nach einem Tag an der Klippe doch mal langsam dieses Grab hier in Schottland erkunden könnte. Das Grab von Henry Avery soll es wohl sein, der Pirat, dessen sagenumwobenen Schatz wir suchen. Wir, das sind Drake, Sam, sein Bruder und Sully unten im Flugzeug, der da wie Captain Baloo einfach abhängt und abwartet. Okay, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Gräber erforschen ist ja auch einer der Standards von Uncharted. Ja, nee. Crypt. A crypt hidden behind a secret door. I assume the secret door was added afterwards to hide his loot. Well, fingers crossed. Na, ja. Ich habe gerade versucht, ein bisschen schneller zu rennen. Oh, verdammt. Auch, nein, R1 ist auch nicht der Knopf für schneller rennen. Das ist immer noch Dynamit. Das ist mir jetzt mittlerweile nicht zum ersten Mal passiert. Ich habe nur auch kürzlich noch Last of Us gespielt. Und da läuft man schneller mit L1. Und in Uncharted 4 läuft man damit, wie man sieht, nicht schneller. Dafür schwingt man lässig den Enterhaken an seiner Seite. Mal gucken, wann ich mich daran satt gesehen habe. Das finde ich cool. Oh, gang's all here. Wer ist eine Gang? Jesus, rechts dann wahrscheinlich der böse Dieb und links der gute Dieb, also Sankt Dismiss. Jesus, Dismiss on the left. Ja. Penitent thief, guest is on the right. Jerk thief. Jerk Thief. Ja, mit weniger Worten eloquenter ausgedrückt, als ich es jemals könnte. Das hier sieht aus, als ob es ein Feuergefecht hier gäbe. Aber muss nicht. Sieht nur aus wie ein Punkt, wo man Deckung nehmen könnte. Bisher macht das Uncharted 4 um einiges besser als die vorherigen Teile. Vor allen Dingen im ersten Teil war es ja so ganz extrem. Man kommt in ein neues Gebiet und sieht hier überall seltsam verteilte Kisten oder Pfeiler und weiß sofort, ah, okay, hier wird später noch geschossen. Denn man muss ja irgendwo in Deckung gehen können. Was ist hier? Sie verbirgt ihr Antlitz vor Kummer. Oder weil sie dem bösen Treiben hier nicht zusehen kann. Jedenfalls ist hier ein Schatz. Los, den darfst du nehmen. Found the treasure. Ui, ich habe den ein oder anderen Schatz verpasst inzwischen. Jetzt gibt es den Scottish Halfpenny. Ja. Aber es gibt sie wieder, die Schätze. Und es gibt mehr als ich es vermutet hätte. Ah, ich kann hier wieder ein optionales Gespräch führen. Well, Avery fancied himself a good thief, right? Only plundered and murdered the non-British heathens. Guess that's what passed for good back then. Good enough. Ja. Und wir morden nur die bösen Schatzsucher. Ah. Some kind of lamp. Hey, Smokey, your lighter over here. Sehr nett zu seinem Bruder. As much as it hurts your lungs. Thank you, Father Duffy. Wo er recht hat. Isn't that something? Okay, das sieht aus wie ein Sternbild oder so. Ah, und hier. Die Lichtstrahlen müssen sicherlich auf die blauen Punkte bewegt werden. Okay, dann wollen wir mal an die Arbeit. Eins. Und dann noch das Jesuslicht. Oh, das wird knapp.
Disconnect the dots. Disconnect the dots in dem Fall. Ich muss nämlich hier nochmal was ändern, glaube ich. Da gibt es zwei Möglichkeiten. That looks right. Ja, finde ich auch besser als vorher. Und nun das Jerk-Thief-Licht, um das hier zu vervollständigen. Nathan, that's it, you got it. I got it. Eine Meisterleistung. Looks like a constellation. Yeah, that's Libra. Ach so. The scales of justice. Wieder was gelernt. Interesting choice for a bunch of pirates. Ja, das sind ja gute Piraten. Das ist doch schon geklärt worden. Oh, und da hat sich auch irgendwie etwas ergeben. Sieht aus, als wären die auf in einem U-Boot mit dem Glas. Die Nautilus. No, but look, you see those crosses? Yeah. Is that a cave right below? Yeah, I think Avery's trying to tell us where to go next. Mhm. Und diese Höhle haben die nicht gefunden. Problem, though. Going back that way means we have to go back toward the cathedral. Ah. Towards Rafe. Shit. Weil, genau, das wollte ich gerade sagen. Rafe hat ja den ganzen, das ganze Land um diese Kathedrale gekauft und alles durchkämmt. Zum Teil auch zusammen mit Nate, um da den Anhaltspunkt für den Schatz zu finden. Und diese Höhle war jetzt nicht unbedingt klein, wie sie aussah. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es da ja tausende von Höhlen, aber naja, vielleicht ist das eine Sache der Perspektive. Vielleicht ist das der einzige Ort, von dem man diese Höhle erblicken kann. Auch wenn es nicht so aussah. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Sorge, dass uns hier oben gleich unsere Verfolger erwarten, wenn man hier wieder rauskommt. Weil in diesen Spielen ist es auch immer so, dass die Helden alle Arbeit machen und dann Rafe und Konsorten oder Marlow oder Lazarovic die Ernte kassieren, einkassieren. Nee. Es sieht alles ruhig aus. Na. Shit. Nee. Doch ein paar. That's the way we gotta go. I follow my lead. Dann markiere ich mal munter hier die paar Personen. Achso. Ja, das ist keine Person, das ist eine Statue. Jetzt habe ich dir was auf den Augen. Ja, ich möchte hier lang. Mal probieren. Ich glaube, ich habe nicht alle markiert, die es gibt. Ah ja. Danke, Sam, ne? Den gibt's noch. Ah. Kraxel, Kraxel. Ah, da ist noch einer. Ah. Oh. Das war knapp. Ich hoffe, er erblickt mich jetzt hier nicht hängen. Das wäre ein bisschen awkward. Ja, doch. Nein, hier ist nix. Ah. Hier. Verdammt, ich glaube, ich bin tot. Ja. Da habe ich zu lange gebraucht, um zu reagieren. Auch wenn der Sprung auf den Kopf geglückt ist. Ah, cool. Wenigstens ein guter Rücksetzpunkt hier. Ah, shit. Und zurück zum gleichen Problem. Hätte ich doch nur noch mein Dynamit. Guys.
Ah je. Okay. Das ist diesmal deswegen auch andersrum. Und zwar hier oben längs. Ah, es ist wohl wie Last of Us. Nur ich kann erblickt werden, aber Sam ist sicher. Ist auch gut, dann ist es nicht so nervig. Jetzt komm. Hier gibt's nichts zu sehen. Boah, es sind aber auch wieder viele. I can't believe he got away. She tossed him out of a five-story window. And he survived. Jesus. Guy should count his blessings. That auction was fully guarded. Not by Shoreline. No, not by our boys. All I'm saying is, let's not underestimate these guys. Nee, pass auf, ich bin... Bloß nicht unterschätzen. Ich bin hier bisher nur zweimal an euch gescheitert. Ein drittes Mal passiert mir das nicht. Vielleicht. Ui, das wollte ich gar nicht, aber es war gut. Ich versuche einen aber auch echt immer zu flankieren. Wissen die jetzt überhaupt, wo ich bin? Ich denke, ich bin wieder inkognito. Ja. Das geht also auch. Das ist gut. Guck mal hier ins Gras. Nice. Das trifft sich gut. Wollte hier gerade ein bisschen kuscheln. Ach, egal, scheiß drauf. Nein, ich habe doch angegriffen. Ich verstehe das nicht, warum die einen manchmal zu fassen kriegen. So. War's das? Okay, I think we're clear. Well, ah, schwere Geburt. Could have gone better. Ja. We're still breathing. That's good enough. Let's just get that gate open. Ist das Maria mit dem Kind? Der heilige St. Christophorus wird es auf jeden Fall nicht sein, denn das Baby ist nicht auf der Schulter. Und es ist auch definitiv kein Mann gewesen. Na, dann geht's mal zur Tür. Das hätte echt besser laufen können, aber ich hatte jetzt vielleicht nicht genug Geduld und außerdem habe ich einen Tag Pause gemacht. Ja. Okay, go. Dann wollen wir mal. Ja, solche riesigen Holztüren. Das war sehr cool. Ich glaube, solche Türen, normale Menschen können die nicht stemmen. Okay, wo geht's denn weiter? Muss man hier wieder rutschen? Ah, ja.
komm schon hoch da. Ich bin nicht so richtig im Flow heute. Alles nicht so geschmeidig, wie ich mir das eigentlich immer vorstelle und gern hätte. Das Kreuz hier auf den Klippen sieht echt cool aus. Wow. Pretty spectacular. Ja. Und hier oben sind diese aus Game of Thrones. Sind das die Greyjoys, die da an den Klippen zu Hause sind und ihr Castle haben? Ich weiß gar nicht mehr. Schon zwei Staffeln nicht mehr geguckt. Hey Sully, we're on the trail, but the treasure's closer to the cathedral than we originally thought. Oh boy. So what do you need me to do? Just keep those engines warm. We'll be back before too long. You got it. Keep me posted. Will do. Oder natürlich Dark Souls. Die Ruine da oben macht einen soulsigen Eindruck. Aber ich sehe sowieso immer und überall Souls. Hä, was ist das? Eine goldene Waffe? Sind das irgendwie Spezialwaffen, die es nur an bestimmten Stellen im Level gibt oder so, oder wie kann ich mir das vorstellen? Bei Max Payne waren die Goldenen immer irgendwelche Vorteile hatten die zumindest. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mit denen los war. Hier. Nice. Ah, aber nicht auf die Distanz, nice. Ach, sag mal. Wie oft soll mir das denn noch passieren? Ah, je. Cool. Here we go. Come on, I'll boost you up there. All right. Hat er auch mal was gefunden? Too high to reach you. Das heißt wohl, dass ich doch irgendwo hier meinen Weg finden muss. See what's by that wooden structure over there. Hier ist zumindest noch ein Schatz. Pewter Singing Bird Box. Hübsch. Aber es führt uns nicht weiter. Ah. Sehr schön. Macht sich der Sam auch mal nützlich. Danke. Hey. Thank you. Ich bin nicht mehr so dünn wie am Anfang des Spiels, als Nate noch so 10, 12 Jahre alt war. Hey, you don't think the monks built this? No way. Some kind of pulley system. To lift a whole bunch of treasure? To lift something. I can't believe I missed this. Clearly we were meant to find it together. So romantic. Aber ehrlich mal, es ist nicht leicht zu übersehen hier. Und damit haben dann die Piraten wohl ihre Piratenschätze hier an der flachen Stallwand hoch transportiert. Wenn es aber richtig schwere Schätze gewesen sein sollten, dann ist es gar nicht so einfach, hier unten lang zu kommen. An den ganzen Felsen und Klippen vorbei. Mit dem Schiff direkt ranfahren ist hier nicht. Naja, interessant. Das ist ein sehr cooles Gebiet, ich finde es echt schick. Wobei ich häufig solche, es muss hier wohl so runter, solche Felsenküsten mit Schnee nicht so schön finde. Zum Beispiel in Skyrim, da waren die einfach grafisch nicht so aufregend.
wie es in der Theorie oder wie ich es mir vorgestellt hatte. Es war eher ein bisschen grob schlechtig. Ja, wir können alles beklettern. Sieht auch kalt aus. Sieht echt aus mit diesen Felsstrukturen wie der Giant's Causeway. Aber der ist in Irland. Da würde ich gern mal hin. Einfach fallen lassen, oder? Ja. Und nochmal eine Rutschpartie. Wow. Cool. Holy shit. Hey! Be careful coming around the corner! Coming! Schade, ich hätte gern fliegen sehen. Die nehmen das viel zu sehr auf die leichte Schulter. Das ist doch übel. Die finden das echt viel zu gut. ja, lead the way. Das ist wohl außer Reichweite. Ah, vielleicht. Ja. Jetzt geht's. Wird schon halten. Sieht aus wie ein alter Schiffsmast oder so. Und jetzt hier rüber. Nee, das war ein bisschen dumm. Das hätte ich mir leichter machen können. Na. Typisch Nate. Oh, das sieht nicht. Ja. Ja, Sam, geh du noch mal über diese sehr stabil aussehende Brücke. Und niemand ist überrascht. Muss ich da reinspringen? Ja. Und dann hier ans Holz. Oh. Wenigstens hat's gehalten, aber der ein oder andere Splitter, den kann man sich da sicherlich leicht in die Hand treiben. Super. Dann haben wir diese Klippe des Todes gemeinsam erklommen, Sam. Nett von dir. Trotzdem wäre ich gerne noch mit Sully unterwegs. Probably at home, drinking hot cocoa. What are you, five? Oh, tell me you wouldn't go for some hot cocoa right now. I mean, yeah, exactly. Ja. Schöner Kakao. Wenn ich mich hier aufhalten müsste, hätte ich sicherlich auch so ein paar Cravings. Immer das, was man gerade nicht haben kann. Hey, check it out. Just about there. There's no path along the cliff. Let's cut back inland. Nee, es ist echt eine riesige Höhle, dass sie das nicht gefunden haben. Gerade weil hier ja auch diese Landmarks sind, das große Kreuz. Kann man von hier eigentlich... Da hinten ist diese Ruine, oder? Wo wir hergekommen sind? Da muss ja da unten in diesem Felsen das Grab gewesen sein mit dem U-Boot-Fenster. Mangels einer besseren Beschreibung, aber ich kann von hier nichts erkennen. Schade. Aber vielleicht ist es da irgendwo versteckt. Ein Fernglas wäre hier nicht verkehrt, à la Dark Souls. Okay, weiter im Text. Jetzt gibt's keinen Kakao. Wenigstens, wenn sie zurück sind von ihrer Erkundung, können sie sich da sicher was kaufen. In Schottland gibt's das. In Japan habe ich sowas auch immer vermisst. Das, was man nicht haben kann. Kakao nicht unbedingt. Auch wenn es das auch nicht unbedingt gibt dort. Aber vor allen Dingen... Döner habe ich vermisst, als ich das erste Mal dort war. Das gab es da nämlich gar nicht. Und nach einem Jahr
wenn man es sich nicht jederzeit besorgen kann. Merkt man so richtig, was man an einigen Dingen hat. Okay. Sehr verlockend, dass er neben so einem Fass steht. Hm. Ich glaube, ich möchte. Nein. Soll ich es mal mit Sneaken probieren? Ich könnte die wahrscheinlich sogar komplett umlaufen, wenn ich hier auf den Vorsprung springe, mich dann da rumschwinge. Und so weiter und so fort. Das müsste eigentlich gehen. Ja, so nicht. Genau der falsche Moment. So, jetzt. Jetzt. Here goes nothing. Dann hier hoch. Oh, nein. Ich hab's losgelassen. Ärgerlich. Es hat sogar geklappt. Schade. Nochmal. Das will ich nochmal probieren. Okay, er läuft wieder da lang. Ich springe hier rum. Und behend schwinge ich an die Wand. Ah, hat sogar noch besser geklappt. Jetzt hier hoch ins hohe Gras. Da ist noch einer. Nichts zu sehen. Ach, wenn man so einen schönen Pfiff hätte, wie bei Assassin's Creed. Okay. Weiter geht's. Nein, sie haben mich. Coole Pistole, wo hab ich die denn bekommen? Vielleicht von dem Typen? Ha! Blindfire in Uncharted. Leider nur noch eine Kugel dabei. Nochmal die AK. Der größte Idiot bin ich selber. Hui. Und wo geht's weiter? Irgendwo hier, dachte ich. Ah ja, da oben. Komm schon, Sam. Oder kann ich einfach... Ach so. So hoch ist es doch nicht. Might be unstable after the blast. Und ich aus Versehen. Ach, das wird schon gehen. Lang nicht mehr den Knopf gehämmert. Wirklich, for once. Normalerweise geht ja mal alles schief bei denen. Ja, Rutschpartie. Links nehme ich. Wieso Augen, aus denen man hier rauskommt? Those things look sturdy to you. Sturdy enough. Was meint er? Ach, die. Oh, sieht okay aus, ne? Kann ich auch in das andere? Ja. Oh, okay, zu spät. Guter Schwung. Hey, be extra careful on these. Ja. Oh.
Das ist ja grässlich. Piratenschiffe? Oder Handelsschiffe? Wurden die hier in den Höhlen ausgeraubt? Oder abgeladen, nachdem sie überfallen wurden? Uah, so viele Splitter. Ah, er schreibt was. Jetzt muss ich es natürlich auch gleich lesen. Ein Wasserrad, um Energie zu erzeugen. Eine Art Flaschenzugsystem, ein Fahrstuhlsystem. Und ein gesunkenes Schiff. Wurde es absichtlich versenkt? Haben sie Schätze hier hochgeholt und die Schiffe versenkt, um die Beweise zu vernichten? Ist das hier ein Piratenpfad? Fragen über Fragen. Nee, andersrum. Ah, er hat auch das Wagen-Ding aufgeschrieben. Death Trap. Noch eine Death Trap? Ja. Cool, ich hänge hier nur rum. Ihr habt Spaß. Und die anderen beiden unterhalten sich, weil das der gute Dieb ist. Und Jesus Dismas. Nicht Gestas, der Jerk Thief. Schön, dass dafür auch Zeit ist. Die sollte sich Nathan auch nehmen. Sonst wäre das ja viel zu ernst alles. We're about to head into the cave. The cave? Yeah, might lose contact for a bit. Don't get too worried. All right. I'll keep the porch light on for you. All right. Call you soon. Auch wenn die ein bisschen gesetzter sind hier, die Helden. It's quite the detour. Ja. Let's go see what Avery left for us. Yes, please. Auch wenn die ein bisschen gesetzter sind hier, die Helden, ist es doch schön, dass sie ihren Sinn für Humor nicht verloren haben. Sonst wäre es ja Last of Us. Obwohl, in Last of Us war ja auch ein bisschen Humor immer zu finden, was ich ganz gut und auch realistisch fand. Es war jetzt kein Batman vs. Superman, wo es nur ein Universum, in dem es gar keinen Humor mehr gibt, wo es ausgerottet wurde. Mich stört gerade ein bisschen, dass ich nicht dieses Fenster zu finden scheine. Ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht dort in diesem, unter diesem großen Ding hier in der Mitte, unter dem großen Felsen, aber ich glaube, das war eher ein Stück der Klippe, das wir belaufen haben. Es müsste eigentlich hier in diesem linkesten Felsen sein. Naja, gehen wir mal rein in die Piratenhöhle. Hier ist das große Kreuz. Sieht cool aus. Ich mag die Umgebung hier wirklich sehr. Shoreline Assholes. Da ist die Übersetzung Shoreline Schweine auch mindestens so schön. Durch die Alliteration. Ich finde auch nicht, dass die Übersetzung unbedingt schlechter ist, glaube ich gar nicht im Deutschen, sondern eher die Stimmen sind mir so ans Herz gewachsen, dass ich nicht ohne diese Sprecher leben möchte. Creepy St. Dismas statues, check. Carved stairs, check. Dismas und der andere. Ja. Oh, is that a door? That sure looks like it. Sieht so aus. Und ein Loch, um diese Tür wahrscheinlich zu öffnen. Was sich hinter dieser Tür in der Piratenhöhle verbirgt, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal morgen an, wenn es weitergeht mit Uncharted 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.